Mit neuer Werbung Nikola Milinkovic und René Aufhauser geht der GAK ins erste Spiel. Und vor allem Milinkovic soll der Mann sein, der den GAK in dieser Saison zum Erfolg führen soll. Der GAK in Rot vor 11.500 Zuschauern. Der beste Besuch seit über 3 Jahren in einem Heimspiel. Dann Pass von Pamić und Foul an Brunmeier. Das muss man sich jetzt ganz genau anschauen. Brunmeier in den Strafraum gelaufen und da ist Marasek. Er versucht ihn zwar zu stoßen, hat ihn aber nicht gestoßen. Entscheidung ist richtig. Kein Elfmeter und im Gegenstoß. 1:0 für die Tiroler durch Kirchler. Nach einer Flanke von Panis. Die Abwehr hat nicht aufgepasst. Hier kommt die Flanke von Panis. Cech stört Kirchler nicht und auch Mitrovic kommt zu spät. Und die Tiroler führen nach nur 4 Minuten mit 1:0. Noch einmal das Ganze. Panis, hier ist Kirchler, geschickt gemacht. Alma hat keine Chance. Und es ist genau das passiert, was man vermeiden wollte. Ein frühes Führungstor der Tiroler. Dann Freistoß Milinkovic, aber der Ball bleibt irgendwo hängen. Tiroler mit Problemen, den Ball wegzubringen. Und gestoßen wird hier Pamić. Schauen wir uns das an. Zwissig und die neue Regelauslegung. Bei Stoßen oder Trikotziehen gibt es sofort Elfmeter. Und Schiedsrichter Stuchlik entscheidet auf Elfmeter und gelbe Karte reklamieren für Bauer. Und dann noch einmal, naja. Schon relativ streng, diese Regelauslegung, wenn man es hier genau sieht. Zwissig gegen Pamić, da muss auch Kurt Jarrer lachen. Die Chance zum Ausgleich für den GAK in der 19. Minute. Pamić selbst und vorbei. Riesenchance zum Ausgleich ausgelassen. War das eine Möglichkeit jetzt nach der Elfmeterentscheidung von Schiedsrichter Stuckli? Noch einmal, der Tormann getäuscht, aber der Ball geht am Tor vorbei. Kein Glück für Igor Pamić. Wenig später, 2 Minuten später, erster Kopfball, zweiter Kopfball. Da ist Jeschek aus der Drehung und es steht 2:0. 21. Minute, schon eine Vorentscheidung für den Meister. Clever gespielt, neuerlich die GAK-Abwehr nicht im Bilde, kommt einfach nicht an den Ball und Jeschek mit der Klasse eines Superfußballers aus der Drehung heraus das 2:0. Aber der GAK setzt nach, gibt nicht auf. Da lässt Pamić den Ball durch für den freien Mann, für Ramos. Ramos in der Mitte ist Pamić und... Das war eine Kunst hier, den Ball drüber zu schießen. Ins Tor wäre es einfacher gewesen, Igor Pamić. Hier noch einmal kein Abseits. Relativ deutlich zu sehen, alles hätte gepasst, nur Pamić trifft nicht. Darüber wird in der Pause natürlich heftig diskutiert. Auch der Präsident Rudi Roth kann es fast nicht fassen. Nach Seitenwechsel wieder Tiroler und die erste Möglichkeit hat Jeschek. Aber Alma passt auf und steht gut an eine lange, weite Flanke in den Strafraum. Neuer Werbung, Zwissig berührt den Ball mit der Hand, aber hier gibt es keinen Elfmeter. Der GAK in der zweiten Spielhälfte deutlich stärker. Pamić schon am Brunmeier mit einem guten Schuss, aber knapp am Tor vorbei. Glück hat der GAK an diesem Abend bisher auch keines. Guter Schuss von Brunmeier, keine Chance für Ziegler, aber der Ball geht am Tor vorbei. Und jetzt spielt in dieser Phase nur der GAK und gerade noch zur Ecke gerettet von Marasek vor Ziegler. Milinkovic beim Freistoß. Und Lippach, der Ball ist im Tor, aber Abseitsstellung. Der Treffer wird annulliert und zu Recht. Aber es war knapp, denn Lippach, Nummer 3, ist erst jetzt gerade vorne. Aber es gibt nichts an dieser Entscheidung zu rütteln. Die Abseitsfalle der Tiroler hat hier funktioniert. Dann Ramos. Gute Flanke auf die linke Seite, standfest. Aber auch sein Kopfball wird von Ziegler gehalten und nach wie vor 2:0. Für die Tiroler und die letzte Chance hat dann der Meister der FC Tirol. Gilewitz im Strafraum gegen Lippa und Schiedsrichter Stuchlik hätte hier auf Elfmeter entscheiden müssen, wenn man die neue Regel auch so extrem auslegt wie beim ersten Mal, denn er wurde am Trikot gezogen. Es bleibt beim 2:0 für den FC Tirol. Erfolgreicher Auftakt für den Meister. Unsere Mannschaft hat heute eine hervorragende Leistung gebracht im läuferischen Bereich, im taktischen Bereich und auch im Spiel nach vorne. Sie hat im richtigen Moment den Ball gehalten, sie hat im richtigen Moment in die Tiefe gespielt und es war ein sehr schwerer Sieg, aber die Mannschaft hat eine hervorragende Leistung gebracht. Ja, nach 4 Minuten wäre es für mich nicht verloren gewesen, wenn der Elfmeter drin gewesen wäre und wir den Einstand erzielt hätten. Dann wäre wahrscheinlich der Selbstvertrauen in die Mannschaft zurückgekehrt, aber wir haben immer zum falschen Moment unsere Ohrfeigen bekommen und nach dem 2:0 haben wir zwar sehr viel probiert und man darf der Mannschaft vom Kampfgeist nichts absprechen. München feierte